Ja, Dankeschön, dass ihr ausgehalten habt jetzt hier. Ja, heute ist ja auch ein wichtiger Tag und ihr wisst ja auch, wir stehen hier vor einem historischen Denkmal. Die Plauener waren es ja eigentlich, die die friedliche Wende herbeigeführt haben. Ja, die Plauener, nicht die Leipziger. Das muss man immer wieder sagen. Am 7. Oktober 1989. Ja, und jetzt wehret den Anfängen. Das war ein geflügeltes Wort nach Kriegsende. Wehret den Anfängen. Lasst nicht zu, dass sich das Böse wieder einschleicht. Nun stehen wir hier und müssen uns eingestehen, wir haben den Anfängen nicht gewehrt. Wir haben die Zeichen nicht gesehen oder gedacht, es wird schon irgendwie werden. Auch ich habe die grauen Wolken am Horizont keine Bedeutung beigemessen. Wir sind alle irgendwie wohlstandsverwöhnt. Bei mir sieht man das ja auch. Wir haben vergessen, welch hohen Preis es kostet, eigentlich in Freiheit zu leben. Wir sind normale Menschen. Es ist nicht unser Ding, überall gleich wegen jeder Ungerechtigkeit auf die Barrikaden zu gehen. Normale Menschen kümmern sich um ihre Familie, haben ihren Freundeskreis, ihre Firma, ihren Hof. Die kümmern sich um die kranke Mutter, füttern die Katze. Der normale Mensch geht wandern, er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, singt im Chor, bringt den Jungen zum Fußball, streicht den Zaun und legt sein Geld an. Der normale Mensch ist mit dem Leben beschäftigt und hat damit alle Hände voll zu tun. Der normale Mensch hat eigentlich gar keine Zeit für Politik. Er hat keine Zeit für gesellschaftlichen Streit. Er hat keine Zeit, immer wieder das Fahrrad neu zu erfinden. Und weil auf diese Weise jeder von uns mehr oder weniger beschäftigt ist, haben wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung entzogen. Und dieses Feld einer Gruppe von Leuten hinterlassen, denen all das, was ich gerade aufgezählt habe, völlig fremd ist. Der Wertegang unserer derzeitigen Führungstruppe ist Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Die standen doch noch nie an einer Werkbank, aber haben sich mit oder ohne Berufsabschluss irgendwie hochgewurschtelt und durch Lobbyisten und NGOs protegiert gewaltige Führungsposten erschlichen. So sieht's aus. Und weil diese Menschen oft gar nicht wissen, wie das normale Leben ist, dass schmerzliche persönliche Opfer gebracht werden müssen für die Familie, für die Firma, für das Gemeinwohl, weil sie ein völlig verzerrtes Bild und Unwissen wissenschaftliches Bild von der Wirklichkeit haben, werden sie übergriffig, anmaßend und moralisierend. Sie greifen mit zynischer Unverfrorenheit nach unserem Eigentum und unseren Kindern und unserer persönlichen Gesundheit. Und damit sie das können, müssen sie die natürlichen Gesetzmäßigkeiten negieren und verlassen folgerichtig die Wege der Logik und der Wissenschaft. Dann entstehen eben solche irrwitzigen Sachen wie eine Impfpflicht oder diese ideologisierte Energiekrise. Wir haben verpasst, die Augen wachsam aufzuhalten, denn das, was hier gerade passiert, ist nur die Finalisierung eines lang geplanten Vorhabens. Wir haben die Zusammenhänge nicht gesehen oder nicht verstanden. Künstlich erzeugte Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise und Energiekrise, zukünftig gefolgt von der Klimakrise. Wir haben das Geldsystem leider nicht verstanden, dass eine Handvoll Typen das Geldsystem beherrscht und wer das Geld beherrscht, formt sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Schuld sind wir am Ende alle selber. Wir haben weggeschaut, doch der Umbau unserer Welt ist voll im Gange. Und nun haben wir den gerechten Lohn für unsere Untätigkeit bekommen, für unser permanentes Desinteresse. Jetzt haben wir die höchsten Energiekosten weltweit. Jetzt regiert hier die grün-rote Klimaideologie, die unser derzeitiges System, die soziale Marktwirtschaft, abschaffen will und uns durch grünes Schrumpfen zur Ökodiktatur zwingen will. Wir haben die höchste Inflation und die höchsten Steuerabgaben seit Bestehen der Bundesrepublik. Wir wollten es nicht sehen, wenn Deutschland Milliarden Euros in alle Welt schickt. Wir gewähren jedem illegalen Einwanderer den sofortigen Zugriff auf unser über Jahre hart erarbeitetes und immer bisher im Gleichgewicht befindliches Sozialsystem und lassen es jetzt ausbluten. Wir haben unsere Selbstbestimmung nach Brüssel abgegeben. Wir sind ein Volk, das nicht souverän sein darf. Per Gesetz und mit unsinnigen Vorschriften wird unsere Wirtschaft, unser Wohlstand, Know-how, das Deutschland zum weltweiten Ansehen brachte, vernichtet. Unsere Medien, alle gleichgeschaltet, vernichten uns natürlich und rücken uns komplett in die rechte Ecke, wenn wir uns nicht auf die Regierungsideologie einlassen.
Unsere Eltern und unsere Großeltern haben eigentlich dieses Land aufgebaut nach dem Krieg und zu weltweiten Ansehen gebracht. Wir haben es zugelassen, dass dies alles in wenigen Jahren zerstört wurde. Inzwischen erwartet unser Land nur noch der finale Dolchstoß. Und der kommt jetzt mit der Energiekrise und der Lastenabgabe 2024. Ihr dürft doch mal euren Unmut zeigen. Diese Regierung hat vorsätzlich die Energieversorgung der Bürger nicht nur gefährdet, sondern regelrecht zerstört. Das, was die Politiker zurzeit unternehmen, ist eine Enteignung der Bürger, ihres Vermögens und ihres Ersparten. Die Mittelschicht, die dieses Land trägt, hat den ganzen Sozialstaat bezahlt. Lässt man die jetzt mit unbezahlbaren Energiekosten und Verteuerung hilflos dastehen, na dann gute Nacht. Sie werden durch die verantwortungslose Politik in eine wirtschaftliche Notlage gedrängt. Ist es etwa die Aufgabe der Bundesregierung, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen und dabei die Interessen des deutschen Volkes zu missachten und dessen Existenz aufs Spiel zu setzen? Die Bundesregierung hat Deutschland mit voller Absicht in eine Energienotlage gebracht. Damit haben die Regierungsmitglieder ihren Eid gebrochen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und alles zu tun, den deutschen Volk nicht zu schaden. Denn mit Nord Stream 2 hatten sie eine Alternative. Hatten sie. Dies wäre ein Fall für den Staatsanwalt, wenn wir noch ein unabhängiges und funktionierendes Rechtssystem hätten. Wir sind verzweifelt, wir spüren, dass etwas nicht stimmt. Viele können es aber nicht fassen, dieses komplexe Thema. Man sagt uns aber auch nicht die Wahrheit. Das ist nämlich auch wichtig. Das Fundament unserer Demokratie war immer das Vertrauen zu den gewählten Politikern. Doch dieses Vertrauen haben sie verspielt. Spätestens seit wir Antworten fordern und Diskreditierung und Diffamierung ernten. Die größte Frage ist jedoch, was haben die mit uns vor und haben wir nicht ein Mitspracherecht, wenn Veränderungen geplant sind? Wir sind doch das Volk. Oder bespricht man diese großen Weltpläne wieder hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie bei den Bilderbergern? Ein privates Treffen der kleinen Finanzelite mit den einflussreichsten Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochadel, Hochschulen und Geheimdiensten. Der Multimillionär Klaus-Martin Schwab ist nicht nur regelmäßiger Gast bei den geheimen Bilderberger Treffen. Er gehört auch zum Lenkungsausschuss der Bilderberger Konferenzen und ist Transhumanist sowie Gründer und Vorstandsvorsitzender des World Economic Forums. Das WEF fungiert als gemeinnützige Stiftung mit Sitz in der Schweiz und hat einen Jahresumsatz von 300 Millionen Franken, hat ungefähr 1000 Mitglieder und 100 strategische Partner, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die Deutsche Post, Audi, Henkel, Burda, Allianz und viele mehr. Schwab, hol dich ganz unter Form, den Great Reset, den großen Umbruch zu einer postdemokratischen Gesellschaft, ohne Privateigentum, aber unter totaler Staatskontrolle. Kurzum, ein Überwachungsklimakommunismus. Ein Abbild dafür war und ist die Corona-Pandemie, in der dieser Great Reset schon mal Probe lief. Ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet alle glücklich sein. Das ist übrigens ein Ausspruch von Adolf Hitler zu einer Skulpturbesprechung von Ernst Barlach. Ganz interessant. Dieser Spruch allerdings ist ein Schlag ins Gesicht all jener Menschen, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben, um ihr Eigentum zu erwerben. Doch was haben die nun mit uns vor und warum machen die das jetzt eigentlich bereits, ohne uns zu fragen? Die Politiker müssten uns doch bis ins kleinste Detail informieren. Die müssten uns doch mitnehmen und überzeugen. Denn wir sind doch das Volk und wir leben doch in einer Demokratie. Wenn ein Systemwechsel stattfinden soll, bestimmen das doch wir, oder? Versuchen wir mal, diese Argumentation dieser Ökotypen zu verstehen, dieser Grünen. Wir denken mal nach. Wir haben nur eine Welt. Das ist erstmal korrekt. Kapitalismus erzeugt und braucht Wachstum, um stabil zu sein. Das ist auch korrekt. Das Problem, in einer endlichen Welt kann es aber auf Dauer kein unendliches Wachstum geben. Es gibt Grenzen bei den Rohstoffen und es gibt Grenzen bei der Umwelt. Wir haben nur eine Erde, also können wir nicht mehrmals eine Erde verbrauchen. Soweit auch korrekt. Deren Lösungsansatz, wir verzichten einfach auf das herkömmliche Wachstum. Die zweite Idee, welche in Deutschland und in der EU von allen Parteien verfolgt wird, das ist der Green New Deal. Man setzt einfach auf rein technische Lösungen und letztlich ist die Idee, dass man alle Branchen und die gesamte Wirtschaft auf klimaneutralen Ökostrom umstellt. 2035 soll Deutschland klimaneutral sein. Das heißt, dort soll dann alles auf Ökostrom umgestellt sein. Also in 13 Jahren.
Der produzierte Ökostrom aus Wind- und Sonnenenergie beträgt zurzeit jetzt gerade mal 7%. Am deutschen Gesamtenergiebedarf 7%. Zu 93% brauchen wir andere Energieträger. Wind weht nicht immer und die Sonne scheint auch nicht immer. Im Winter haben wir nur ein Achtel der Sonnenenergie, die wir im Sommer haben. Also muss man die Ökoenergie speichern. Tja, nun gibt es aber nur zwei Speicherarten und die sind alternativlos und auch sehr teuer. Im Überfluss gab es nur fossile Energie, also Kohle, Öl und Gas, die man jetzt nicht mehr nutzen will. Wenn man das alles verstanden hat, dass Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird, dann ist klar, dass es das grüne Wachstum niemals geben kann. Es wird also nur noch ein grünes Schrumpfen geben. Grünes Schrumpfen ist aber nicht vereinbar mit dem Kapitalismus, der ja Wachstum benötigt. Also planen die auch einen Ausstieg aus dem Kapitalismus. Die wollen also bis 2035 alles auf Ökostrom umstellen und sie wissen, dass Ökostrom teuer ist und nicht für alle reicht. Sie kennen die Konsequenzen. Ökostrom reicht nicht für Flüge, egal ob Kurz- oder Langstrecke. Es wird nicht reichen für private Autos, für unnötige Unterhaltung. All die Jobs dieser Branchen werden nicht mehr haltbar sein. Keine Flughafenjobs, keine Reisebüros und natürlich keine Flugzeugindustrie, keine Theater, Kinos, Diskotheken. Ökostrom ist teuer und knapp. Fehlt das Wachstum und setzt man nur auf grünes Schrumpfen, wird es vieles nicht mehr geben, was auf Geldvermehrung setzt. Ich zeige da mit dem Finger auf die Investmentbanken. Es gibt keine Kredite mehr, keine Lebensversicherungen. All diese Branchen werden den Bach runtergehen und die Arbeitsplätze mit. Wir dürfen nur noch das verbrauchen, was wir recyceln, sagen die. Was auch eine drastische Reduzierung der Konsumgüter nach sich zieht. Klimaschutz bedeutet den totalen Umbau. Da lassen die keinen Stein auf dem anderen. Das muss euch klar sein. Das Buch The Great Reset von Schwab, welches ganz kurz nach dem offiziellen Ausbruch der Pandemie 2020 bereits veröffentlicht wurde und unglaubliche Aussagen trifft, propagiert uns mit fast prophetischer, hellseherischer Fähigkeit keine hoffnungsvolle, utopische, sondern eine düstere, dystopische Sicht in die Zukunft, in der wir alle kein Eigentum mehr haben. Im Buch The Great Reset zum Beispiel steht auch, dass die Pandemie einen idealen Zeitpunkt darstellt, um einen Systemwechsel vorzunehmen. Ein wesentlicher Teilaspekt des Systemwechsels ist auch die Einführung einer anderen Wirtschaftsordnung. Ich zitiere mal ein bisschen so in dem Buch. Also in dem Buch wird explizit vom Ende des Neoliberalismus gesprochen. Es soll einen ganz klaren Wechsel in der Wirtschaftsordnung geben, dass die Regierung immer weiter Verantwortung von den Bürgern wegnimmt. Im Buch werden unter anderem höhere Steuern gefordert. Und die Stärkung des Gemeinwohls wird aber auch in den Mittelpunkt gestellt. Ich frage mich bloß, wie die das dann machen wollen. Es geht um Digitalisierung und um Social Scoring. Also, wie im chinesischen Modell. Dass wer sich den Vorgaben des Staates gegenüber nicht korrekt verhält, der muss dann natürlich auch mit Einschränkungen leben. Zudem soll der globale Umweltaktivismus diese einmalige Gelegenheit nutzen, um mit allen Mitteln für eine nachhaltige Zukunft zu kämpfen. Mit allen Mitteln. Rechtsweg ausgeschlossen. Es ist ein Fakt, ob nun Ökodiktatur oder nicht. Wir gehen hier sehr, sehr stark darauf zu, weitere tiefgreifende Einschnitte zu machen, offiziell zum Wohl der Erde und der Natur. Laut Autoren wird der Systemwechsel eine Phase größerer sozialer Unruhen auslösen. Auch das steht in diesem Buch genauso. Aber sie sagen, auf diesem Weg ist das unvermeidbar. Auch gibt es in dem Buch die Forderung nach einer handlungsfähigen globalen Regierung. Doch wie konnte hier das entsprechende Personal in Führungspositionen katapultiert werden, wie unser Wirtschaftsminister, wie unsere Außenministerin. Das von Schwab, also Schwabs Weltwirtschaftsforum, ja, und die Atlantikbrücke, die haben sich zusammengeschlossen und haben die Young Global Leaders ins Leben gerufen. Das ist so eine Nachwuchstruppe des Weltwirtschaftsforums, in dem nur die Exklusivsten sich versammeln. Du darfst nicht älter als 35 sein, wenn du dich dort bewerben willst. Und du musst natürlich auch der Leitlinie von Schwab folgen. Das ist ganz wichtig. Es ist das exklusivste private soziale Netzwerk der Welt, dient dem Aufbau der Pflege und persönlichen Beziehungen zwischen einflussreichen deutschen und amerikanischen Vertretern von Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Kultur und Wissenschaft. Ziel ist die Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft zu stärken, die Vernetzung international agierender Akteure in Wirtschaft und Politik zu fördern und sie dort auch an die Spitze zu bringen. Es ist wirklich ganz interessant, zurzeit gehören den Young Global Leaders ca. 2000 Personen an, das sind die zukünftigen Regierungsköpfe oder Wirtschaftsköpfe, zum Beispiel Robert Habeck, Klaus Kleber, Julia Klöckner, Thomas de Maizière,
Angela Merkel, Cem Özdemir, Markus Söder, Jens Spahn, Annalena Baerbock, Tony Blair, David Cameron, sogar Leonardo DiCaprio, Sebastian Kurz, Emmanuel Macron und viele andere. Somit hat Klaus Schwab, der Prophet des Great Reset, weitere ergebene Mitglieder der neuen Bundesregierung und natürlich auch in den Medien. Sie sollen mithelfen, die globalistische Agenda von Schwab und Co. durchzusetzen. Koste es, was es wolle. Das Weltwirtschaftsforum ist eine Nichtregierungsorganisation, das weiß jeder von euch, die ihre Leute für die Durchsetzung ihrer globalistischen Agenda strategisch in Position gebracht hat. Dabei nutzt man natürlich die Krise nicht nur aus, sondern verstärkt sie auch noch durch ihr eigenes Handeln. Das haben wir ja gesehen. Aus ideologischen Gründen beziehen wir kein Gas mehr aus Russland. Ja, man braucht bloß den Gashahn aufdrehen. Jetzt natürlich im Moment nicht, klar, aber dann hätten wir das Problem gelöst gehabt. All das, was hier passiert, Leute, ist gewollt. Das WEF ist aber nicht die gesamte Regierung und sie ist nicht das Volk. Sie ist nur eine Nichtregierungsorganisation mit riesigen Kragenarmen. Unsere Regierung hat ihren Amtseid verletzt, alles zum Wohle des deutschen Volkes zu tun. Sie haben uns vorsätzlich und aus ideologischen Gründen in eine Pandemie- und Energiekrise gestürzt, um ihre globalistischen Pläne zu verwirklichen. Sie wollen unsere Demokratie und unsere soziale Marktwirtschaft beseitigen und eine Ökodiktatur errichten. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Gewalt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Artikel 20 des Grundgesetzes. Leute, es ist wichtig. Es ist kurz vor 12. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Nur vereint werden wir dieses Land und diese Welt retten. Nur mit euch können wir diesen Wahnsinn endlich friedlich beenden und zurückkehren zur Politik mit gesundem Menschenverstand und zur Freiheit. Holen wir uns unser Land zurück. Öffnen wir ein neues Kapitel in der Geschichte. Und wenn ihr in der letzten Not fragt, aber wie? Und dann auch noch ohne Gewalt. Ganz einfach. Wenn geeint der Mensch es will, stehen alle Räder still. Danke. So, meine Lieben, wir schauen mal kurz auf die Uhr. Wir wollen ja um 8 Notenständer. Alles da. Falls ich was singen will, nehme ich einen Notenständer. Danke. Ja, ich bin heute mal zu diesem denkwürdigen Anlass. Denke, wir feiern ja den Tag heute nicht mehr so richtig. Also früher hat man diesen Tag der deutschen Einheit ja gefeiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, mittlerweile ist das das falsche Wort dafür. Aber wir begehen ihn irgendwie. Und so ein Gedenktag ist ja auch immer ein Anlass für die trockene Tätigkeit des Bilanzziehens. Also, was hat es uns gebracht? Was haben wir gewollt? Und was ziehen wir da für Schlüsse draus? Wir sind ja damals, das ist ja allen hier vielen noch, die es damals schon gab, noch im Gedächtnis, es war eine ganz große Zeit. Wir sind auf die Straße gegangen, noch mehr als heute, und wir hatten konkrete Ziele. Und langsam frage ich mich, wofür sind wir auf die Straße gegangen? Wir hatten damals, und das war ein großes Thema, einen Geheimdienst, der uns bespitzelte, der unsere Kontakte überwachte, der aufpasste, wenn wir was Falsches sagten. Und heute? Heute ist die BRD Weltmeister in der Telefonüberwachung. Davon hätte die Stasi nur träumen können, was die heute alles über uns einsammeln. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen? Nein. Man hat uns blühende Landschaften versprochen vor der Einheit. Es war der allgemeine Slogan, der Wohlstand wird steigen, es wird vielen besser und niemandem schlechter gehen. Aber wie sah es aus? Man hat die Betriebe abgewickelt, man hat dann hier die Fachkräfte in den Westen abgezogen und jetzt will man unserer Wirtschaft mit diesen künstlichen, sinnlos überhöhten Energiepreisen, nein, sinnvoll überhöhten Energiepreisen, den Todesstoß verpassen. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Nein. Wir hatten früher diese Indoktrinierung an den Schulen, diese unsägliche. Schon in Kleinkindesalter wurde uns beigebracht, dass wir die Sowjetmenschen gern zu haben und dass uns
alle möglichen anderen die Feinde sind und was nicht noch alles und wie der echte sozialistische Mensch sich verhält. Und schon im Kindergarten mussten wir Soldaten malen, kann ich mich noch erinnern. Und heute wird einem in der Schule schon beigebracht, dass es 60 verschiedene Geschlechter gibt. Heute kriegt man in der Schule beigebracht, dass man sein Geschlecht ohne weiteres wechseln kann, dass das alles ganz normal und schön und in Ordnung ist. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen? Nein! Wir hatten damals einen Maulkorb, den kannte jeder. Und ich hab's noch im Ohr, den Spruch von meinem Vater, ja, dass du das nicht mal in der Schule sagst, was wir hier gerade reden. Ja, und heute? Und heute für diese Bundesrepublik Deutschland sage und schreibe mehr Strafverfahren wegen missliebiger Äußerungen jedes Jahr als die DDR in ihrer gesamten Geschichte. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Nein! Wir waren ein gutes Stück weit abgeschnitten vom weltweiten Diskurs, von dem, was die Rest der Welt bewegte, denn was wir nicht lesen sollte, das verkaufte man uns gar nicht erst. Diese Bücher gab es gar nicht. Und heute? Heute sollen wir die Klassiker nicht mehr lesen. Faust wird nicht mehr im Unterricht behandelt. In manchen Bundesländern schon. Karl May war damals auch schon nicht beliebt, weil der so reaktionär war und noch deutsche Werte propagierte. Und heute ist er auch wieder der Bösewicht, weil er kulturelle Aneignungen oder sowas betrieben hat. Nein, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Damals wurde uns die Welt eingeteilt in Freunde und Feinde. Die Roten, das waren die Freunde, das waren die sozialistischen Länder. Die Blauen, die kapitalistischen, das waren die Bösen. Das war in der Schule schon so, das war im Atlas, hat man das gleich schön gesehen, plastisch, die Guten und die Bösen. Und die Bösen, die haben nur Bösestes mit uns vor. Und heute wird uns wieder eingeredet, wer unser Feind sein soll. Die Perspektive hat sich ein bisschen geändert, aber an der Art und Weise hat sich leider nichts getan. Es ist wieder dasselbe wie früher. Und dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Wir sind damals auf die Straße gegangen, unter anderem für Reisefreiheit. Gut, das konnten wir eine Weile ganz gut machen. Wir durften tatsächlich die große, weite Welt entdecken. Das hat uns vorher sehr gefehlt. Aber dass man uns stattdessen in unseren eigenen vier Wänden einsperrt und uns mit Strafen überzieht, wenn wir zur falschen Zeit unseren Hund ausführen, das haben sich nicht mal die Kommunisten getraut. Und dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Damals hat man uns eingeredet, dass die Amerikaner und die NATO nur drauf aus sind, Krieg zu führen. Und heute haben wir so den Eindruck, dass dieser Punkt der kommunistischen Propaganda nicht ganz so falsch gewesen ist. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Damals, und das klang schon an, war das Privateigentum verpönt. Es war nicht so ohne weiteres möglich, Land zu kaufen, um selber zu bauen, Land an den Staat abgeben, das ging, aber welches kaufen, das ging nicht. So ohne weiteres, nur wenn du zu den guten Bevorteilten gehört hast, da ging das manchmal, dann durftest du ein Haus bauen. Aber für den normalen Menschen war das schon undenkbar, erst recht sich eine Firma aufzubauen aus eigenen Mitteln, die durfte bestimmte Größe nicht übersteigen. Und heute wird uns wieder prophezeit, wir werden nichts mehr besitzen und wir sollen uns auch noch drüber freuen. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen? Nein. Aber wofür sind wir denn? Wofür sind wir denn auf der Straße gewesen? Die Slogans habe ich noch so vorm Auge. Stasi raus, Stasi in die Produktion hieß es manchmal. Freie Wahlen, Demokratie jetzt. Warum eigentlich Demokratie? Warum haben wir damals Demokratie gefordert? Weil wir in unseren Hinterzimmern philosophiert haben und nach langem Nachdenken kamen wir zu dem Ergebnis, die Demokratie westlicher Prägung ist die beste Staatsform aller Zeiten. War es so gewesen? Nee, bei mir war es nicht so. Also, wir haben gesehen, Westen,
denen geht es besser als wir. Die haben mehr Freiheit als uns. Die haben mehr Freiheit und die haben Demokratie. Da haben wir geschlussfolgert, das muss irgendwie zusammengehören. Wir wären ja nicht für Demokratie und für das westliche Gesellschaftsmodell auf die Straße gegangen, wenn die neidisch auf uns geguckt hätten. Dann hätten wir ja nicht gesagt, oh, das ist eigentlich das bessere System, wir brauchen das. Nee, es ging uns schon darum, dass wir, und das ist jetzt gar nichts Schlechtes, für unsere Arbeit einen gerechten Anteil an den Ergebnissen bekommen. Es gab mal so einen bisschen blöden Witz damals, der kam dann auch als Sketch mal auf irgendeiner Fernsehsendung. Und da war so eine Frau etwas einfacher gestrickt, die stieg aus dem Zug, so ging das los. Und so ein Reporter kam auf sie zu. Und das waren so viele DDR-Flüchtlinge oder halt die rübergefahren sind. Sagte, ja, warum sind Sie denn hier in den Westen gekommen? Und sie sagte, ja, wegen Videorekorder, Golf GTI und Marlboro. Und der sagte, na, das kann ich so nicht schreiben, das müssen wir irgendwie anders. Und die sagte dann, wieso können Sie das nicht schreiben? Hier ist doch Freiheit. Er sagte, ah ja, das ist gut, das schreiben wir. Sie kommen wegen der Freiheit, oder? Sagt sie, nö, ich komme wegen Videorekorder, Golf GTI und Marlboro. Jetzt könnte man denken, ja, das ist ein bisschen dämlich. Wir sind doch eigentlich für größere Ideen auf der Straße gewesen. Nee, eigentlich, und das ist gar nichts Verwerfliches, eigentlich waren wir auf der Straße, weil wir um den Lohn unserer Lebensleistung beschissen worden sind in der DDR. Wir haben mehr gearbeitet, länger als die drüben. Wir hatten mindestens genauso gute Ausbildung und wir hatten so deutlich weniger Ergebnis davon. Und das stört jeden Menschen ganz natürlich. Wenn es uns toll und gut gegangen wäre und alle Welt hätte uns beneidet, da wäre es uns ziemlich egal gewesen, ob da ein Zentralkomitee oben dran gesessen hätte oder ein König oder eine Bundesregierung, die demokratisch gewählt ist. Das hätte uns wahrscheinlich nicht interessiert, sondern das Ergebnis hat uns interessiert, was kommt bei uns rum. Und da sind wir der guten Demokratiepropaganda auf den Leim gegangen, nämlich dass Demokratie Wohlstand bedeutet und Freiheit. Das war mal so, tatsächlich. In der alten Bundesrepublik war das lange Zeit so. Aber jetzt sehen wir gerade, dass Demokratie auch sehr gut Wohlstand und Freiheit vernichten kann. Und jetzt dürfen wir bitte nicht in so eine Falle tappen. Dass wir dann immer sagen, ja, dann ist es nicht die richtige Demokratie. Doch, die Mehrheit hat diese Leute gewählt. Das ist leider so. Die Mehrheit hat diese Leute gewählt. Man kann eine Wahl 5% hin und her fälschen. Aber kann eine Wahl nicht 40% hin und her fälschen, das geht nicht. Die Mehrheit hat diese Leute gewählt. Es ist also nicht die Demokratie, die uns die Freiheit bringt, sondern die Freiheit, die müssen wir einzeln davon erkämpfen. Und für die Freiheit standen wir damals in Wirklichkeit auf der Straße. Und das ist natürlich auch die ökonomische Freiheit. Und damit ist es heute nicht zu vereinbaren, dass uns mehr als die Hälfte von dem, was wir erarbeiten, gleich weggenommen wird, bevor überhaupt der Monat zu Ende und das Geld bei uns auf dem Konto ist. Das ist auch eine Form von Freiheitsvernichtung. Die Einheit, die war damals für uns verführerisch. Die Demokratie, die haben wir als Garant der Freiheit gesehen. Heute sind wir ein bisschen schlauer geworden und sehen, dass das leider nicht so einen unmittelbaren Zusammenhang hat. Und für was wir wirklich damals wie heute auf die Straße gehen, das ist die Freiheit. Und die, das hat schon Goethe geschrieben, verdient nur der, der täglich sie erkämpfen muss. Und deswegen sind wir hier und deswegen laufen wir jetzt durch Plauen. Und ich hoffe, dass irgendwann hier ein zweites Denkmal daneben steht für die nächste Wende, die wir erzwingen müssen und die viel gründlicher sein muss als die vorige. Dankeschön. Danke Martin und wir stellen uns jetzt langsam auf zum Spazierweg Plauen. Es geht hier hoch wieder in Richtung Fußgängerzone, Richtung Wendedenkmal. Vorne gibt es einen Banner und bitte achtet nochmal drauf, nicht in Marschformation zu marschieren, also nicht in Reihen, nicht in den Sechstritt und allen möglichen. Das ist eine große Sorge. Because they know we were born to be free. Don't need the government cramping my style. Give them an inch, they take a mile.
take you in with a phony smile. Wouldn't you agree? The new normal is not normal. It's no kind of normal at all. Everyone seemed to have amnesia, just trying to remember the Berlin Wall. Some kind of new old ideology. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Because we were born to be free.